Und wie sieht das so aus? Also wir probieren das jetzt nochmal. Ich komme jetzt mal rein. Dann geht's los. Wir stehen hier fix und fertig mit dem Kabel. Ja. So, das ist nur, Alter. So, so geht's los jetzt. Achtung. Kann ich? Ja, ja. Okay. Cornelius, was hast du da gerade da? Das ist ja komisch. Ne? Interessiert mich aber auch. Ja. Er ist doch behindert. Nö. Ja, aber so ist behindert. Ich finde das schön. So, hier, Kamera Action. So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Holly Hall. Wir sind heute mal vollzählig, außer der Niklas, der ist gerade vorne im Büro und macht hier irgendwelche wichtigen Sachen. Oder tut zumindest immer so. Der Cornelius hat hier zwei wunderschöne Bausteinchen in der Hand. Nummer 1. Das ist Nummer 2. Ne? Das ist Nummer 2, ne? So, nämlich der Moritz von Kali hat uns nämlich zwei wunderschöne OBD-Adapter geschickt und die wollen. Einen hat er uns geschickt, den anderen hat der Cornelius schon gehabt. Und die wollen wir heute mal testen oder eher vorstellen statt testen, weil das eine ganz coole Sache ist für ein Fahrzeug zur Überprüfung, falls man unterwegs ist und so und keinen riesen Werkstatttester gerade zur Hand hat, kann man da mit sehr viele Funktionen durchführen an seinem Fahrzeug und sehr viele Sachen auslesen. Und das wollen wir euch heute mal zeigen. Ne? Genau. Also hier gibt es natürlich für mehrere Fahrzeughersteller mittlerweile mehrere Adapter und auch die dazugehörige App natürlich. Das ist jetzt der VAG-Tester und das ist der BMW-Tester. Gibt es natürlich auch für Mercedes oder Opel oder Porsche und so weiter und so fort. Geht am besten mal auf die Kali-Seite und da könnt ihr euch das passende raussuchen oder könnt gucken, was da so im Angebot ist. Ja, wir haben momentan kein schönes VAG-Fahrzeug da, bis außer dem Crafter. Deswegen nehmen wir heute dem Cornelius sein BMW und werden das Teil mal erklären, wie das funktioniert und werden das mal testen. Man muss auch dazu sagen, dass bei BMW die meisten Funktionen, glaube ich, gehen aktuell. Es wird immer weiterentwickelt, auch für die anderen Hersteller. Ja, der Moritz hat uns zum Beispiel gesagt, dass wir noch mal ein paar Wochen warten sollen, eigentlich mit dem Video, aber wir haben ja natürlich extrem Zeitdruck, wie immer. Deswegen warten wir natürlich nicht. Wir können ja mit dem BMW-Tester jetzt schon fast alle Funktionen durchführen und er hat uns nämlich darauf hingewiesen, dass die VAG-Sache immer wieder neu überarbeitet wird und immer wieder neue Features dazukommen. Und jetzt in Kürze kommen wohl nochmal jede Menge neue dazu und deswegen sollten wir eigentlich warten. Aber wir machen ja heute mit dem Cornelius sein BMW weiter. Ja, wie geht man da vor? Also einmal gibt es das Gerät an sich, das kostet so um die 60 Euro bei Kali. Das ist dieser Adapter, den man in seine OBD-Buchse unten reinsteckt. Und dann gibt es noch die dazugehörige App, die kostet so um die 50 Euro. Gibt es einmal für iOS oder für Android-Handys. Und wir sind natürlich iPhone-Liebhaber, gell? Deswegen haben wir das für iOS. Ja, das Teil ins Fahrzeug reinstöpseln und dann geht's weiter, gell? Dann geht's schon los. Ja, probieren wir mal kurz Lampe, würde ich sagen. Wenn du das auf mehreren Geräten hast, musst du es aber nicht mehr mit. Du hast es jetzt auf dem Handy. Ich habe es jetzt auf dem Handy einmal gekauft über meinen App-Account. Über das iPad habe ich dann die App quasi doppelt. Zum selben Preis. Ja, nur einmal bezahlt. Ja. Also hast du jetzt zwei Apps drauf? Das VAG haben wir ja bekommen von ihm. Hast du jetzt das, zwei Apps auf deinem. Genau, ich habe jetzt einmal VAG und einmal für BMW. Das BMW hatte ich ja schon vorher. Das VAG hat er uns ja gegeben. Kann man ja sagen. Gibt es hier zwei Apps. Ist dann auch für jeden Hersteller eine andere App. Genau. Klar, ich muss dann jede App bezahlen, aber ich muss ja auch den Adapter kaufen von jedem Hersteller. Aber das sind, keine Ahnung, 100, 110 Euro. Die sind aber ihr Geld völlig wert. Wenn man weiß, was man einmal, wenn man in die Werkstatt geht, bezahlt und man sein Auto auslesen lässt, dann ist man für einmal wahrscheinlich schon 40 Euro los. Wenn man das zweimal gemacht hat, ist der Preis schon fast drin. Also von daher lohnt sich das eigentlich schon. So. So. Wo natürlich die OBD-Buchse in eurem Fahrzeug ist, das müsst ihr natürlich selber rausfinden. Beim 1er BMW ist auf jeden Fall hier unten links an der A-Säule innen. Da habt ihr hier so eine Klappe. Die macht er auf und dann steckt er das Gerät einfach dran. Da müssen die Lämpchen hier leuchten oder das rote Lämpchen, aber das seht ihr jetzt hier gerade nicht. Komm, ich zeig's mal kurz, oder? Zeig's mal kurz. Dieses Lämpchen muss leuchten und dann müsst ihr natürlich dafür die Zündung einschalten. Die Kupplung drehen. Oder starten. Guck mal, die Dummköpfe, die wissen nicht, wo die Zündung angeht bei dem einen. Ja, Zündung ist an, ne? Oder Auto läuft, scheißegal. Wenn das Auto läuft, könnt ihr natürlich gleich direkt mehrere Parameter auslesen. Aber wir wollen jetzt sowieso gleich mal eine Runde drehen mit dem Teil. Wir rufen jetzt hin. So. Erstmal wieder ins Warme, ne? Ist rausdrehen, die Tür, oder was?
Wir haben extra mal das iPad genommen, um es halt besser darzustellen. Was ist denn das hier? Das ist die Schwalbe. Das ist die Schwalbe, ja. So, als erstes, das Teil hat WLAN. Also müsst ihr hier einfach auf WLAN gehen und das Teil mit WLAN verbinden. Das geht dann auch relativ schnell. Jetzt hat sich der Adapter verbunden und dann muss ich jetzt hier einfach nur noch auf die App. Also man könnte die App auch mal für iPads konfigurieren. Genau, weil ihr habt das ja normalerweise, habt ihr das auf dem Handy. Wir machen das ja aber diesmal für euch extra auf einem iPad, weil das Ganze natürlich größer ist und wir können euch das dann besser zeigen. Aber das hat natürlich die typische Display-Form, trotz iPad, weil die Software wahrscheinlich so geschrieben ist. Ja, so, dann muss ich mir hier nur mein Auto raussuchen. Ich habe jetzt hier einen 1er BMW, einen Diesel, Baujahr, steht im Fahrzeugschein. Und dann auch verbinden und dann verbindet sich das automatisch. Dauert einen Moment. Da steht's. Und los. Okay, los, Digga. Komm los. So, jetzt habe ich halt hier meinen Überblick über meine verschiedenen Funktionen, was ich machen kann, was mir alles zur Auswahl steht, was die App sozusagen kann oder das Gerät kann, was ich machen kann mit meinem Fahrzeug. Also einmal ganz normale Fehlerdiagnose über die ganzen Steuergeräte, die im Fahrzeug sind, nicht nur Motor, Gebrauchtwagen-Check, kodieren, digitale Garage, das kann ich nur Parameter von dem Fahrzeug mehr oder weniger abspeichern und für später dann aufheben. Dann kann ich Live-Parameter auslesen, mein iDrive kann ich konfigurieren, den Service-Reset machen, meine Feststellbremse zurücksetzen, das ist meistens das Wichtige, wenn ich mal die hintere Bremse machen will. Gut, der 1er hat jetzt keine elektronische Feststellbremse, aber ein anderes Auto vielleicht. Und dann muss ich den Aktuator erst zurückfahren. Wenn ich das nicht habe, so ein Gerät oder allgemein, dann kann ich mir daheim keine Bremse wechseln, kein Problem. Getriebeadaption kann ich machen, irgendwie habe ich aber nicht das nur für Automatikgetriebe. Batteriereset, wenn ich eine neue Batterie reinmache, muss ich das Batteriemanagement-Steuergerät zurücksetzen und dem sagen, hier, ich habe eine neue Batterie, setz mal deine gelernten Parameter zurück. Dieselpartikelfilter kann ich regenerieren und NOx-Filter auch. Die Auspuffklappe kann ich damit steuern. Was heißt denn steuern? Weißt du das genauer? Bei der Auspuffklappe kann ich dir nicht sagen, weil ich keine habe. Ja. Aber wenn ich jetzt eine Auspuffanlage mit Klappe hätte, dann kann ich die aber nicht kontinuierlich öffnen. Ich kann die mit der App auf jeden Fall aufmachen. Also ich kann einen Steckgliedtester machen. Genau. Aber ich glaube nicht, dass man sie dauerhaft deaktivieren kann. Das ist dann eine Frage der Codierung. Ja. Das könnte gehen. Dann kann ich noch verschiedene OBD-Funktionen auslesen, Handbücher. Habe ich jetzt gar noch nicht reingeguckt, muss ich sagen. Dann kann ich hier den Adapter, da ist es nur ein Link zum Shop. Und hier habe ich noch verschiedene Einstellungen, kommen wir dann später nochmal drauf zurück. Was hier wichtig ist, Dateien schicken. Da kann ich mir Daten, die ich jetzt während der Fahrt meinetwegen aufgenommen habe, Live-Parameter, die kann ich speichern und kann sie mir dann an meine E-Mail schicken und kann mir dann die Daten auswerten am Computer. Also ist nicht schwer. Mit einer Excel. Genau, mit einer Excel ganz einfach. Können wir ja dann vielleicht nochmal zeigen. Das ist kein Riesen-Act. Gebrauchtwagen, was soll das heißen? Genau, also hier kann ich einen Gebrauchtwagen-Check machen. Also wenn ich jetzt unterwegs bin, schaue mir ein Auto an oder will ein Auto kaufen, dann nehme ich halt den Adapter mit, habe mein Handy dabei, stecke den Adapter rein und mache hier mal einen Gebrauchtwagen-Check. Der können wir jetzt einfach mal machen. Der überprüft sozusagen die angezeigten Kilometer im Kombi-Instrument und vergleicht damit noch andere Steuergeräte, zum Beispiel im Lichtsteuermodul ist, glaube ich, der Kilometerstand abgelegt, der lässt sich nicht so einfach zurücksetzen. Den vergleicht er oder vergleicht die Betriebsstunden vom Fahrzeug, also Betriebsstundenzähler, mit den Kilometern und das muss halt einen gewissen Faktor ergeben, ob das mit dem Alter vom Fahrzeug passt. Und wenn das einen komischen Wert ergibt, dann sagt er hier, hier wurde am Kilometerstand gedreht eventuell. Also ist dafür da, um zu überprüfen, ob mein Kilometerstand echt ist oder nicht? Ja. Das dauert halt alles immer ein bisschen, bis die ganzen Steuergeräte abgefragt sind. Aber jetzt steht hier da, Kali hat keine Manipulation entdeckt. Und ich soll die Details nochmal checken. Kurz Auto kaufen. Also ich kann das jetzt nochmal weiter an meine E-Mail schicken. Falls das jetzt zum Beispiel du ein Auto auch verkaufen möchtest, das ist vielleicht auch ganz gut. Genau, dann kannst du dem eventuellen Käufer das schon mal per E-Mail zusenden, dass du mit Kali den Test gemacht hast, wegen Kilometerstand und so weiter und so fort. Das ist schon mal plausibler, als wenn dir der über Mundpropaganda erzählt, das passt alles. Richtig, auch eine Möglichkeit. So, jetzt können wir einfach mal auf die Diagnose gehen. Da kann man halt jetzt die verschiedenen Steuergeräte, die das Fahrzeug hat. Also jetzt sind hier alle aufgeführt, die es bei dem Einser gab. Und der fragt dann aber alle ab und kriegt ja dann die Antworten von denen, die da sind. Also können die jetzt hier machen.
Dann sehe ich, wie das abläuft. Das geht eigentlich relativ fix. Dann sieht man hier geantwortete, abgefragte Steuergeräte und wie viele Fehler halt Steuergerät sind oder in den Steuergeräten. Ja. Alle abgefragt, 15 Steuergeräte, keine Fehler waren. Dann könnte man dann noch gucken, wenn ein Fehler drin ist, was ist halt für einer Fehlercode. Ja, kennen wir ja. Ja, als nächstes haben wir die Codierung. Da gibt es halt wirklich bei BMW extrem viel, finde ich, was man da codieren kann. Also man kann eigentlich fast alles codieren. Und es geht halt hiermit viel, viel einfacher als mit irgendwelchen BMW-Programmen oder auch schwarz runtergeladenen Programmen. Hier tippe ich einfach ab, was ich haben will, mit einem Haken und die meisten Tuner unter euch wollen sich wahrscheinlich das Licht umkodieren oder so. Genau, sowas. Oder irgendeine Scheiße. Jeder wie er halt will, keine Ahnung. Aber es gibt relativ viele Funktionen, die man da kodieren kann. Ja. Zum Beispiel Start-Stopp-Automatik hat das Auto. So, jetzt müsste ich jedes Mal diesen blöden Schalter drücken, wenn ich das Ding anmache, dass das nicht immer in den Start-Stopp-Automatik-Modus geht. Das kann man halt hier ganz einfach kodieren, kann sagen, hier merkt ihr den letzten Wert, der eingestellt war. Dann drückt man einmal drauf, dann ist das immer aus. Zwar nicht rechtens, aber es geht irgendwie komisch. Hast du jetzt auch nicht gesagt. Nee. So, jetzt gibt es hier 6 Steuergeräte, in denen ich was kodieren kann. Er hat jetzt Backups gemacht, hat die alle ausgelesen, dass wenn ich jetzt was einstelle und das gibt irgendwie ein Problem bei der Kommunikation, er beschreibt das Steuergerät nicht richtig, dass immer die Daten noch da sind, die drauf waren und ich das immer wieder neu bespielen kann. Ja, jetzt muss man halt wissen, was hier welches Steuergerät ist, aber kann man eigentlich auch einfach nur reingucken und dann sieht man das. Zum Beispiel hier das Gurt-Modul, kann man jetzt dieses nervige Piepsen beim Nicht-Anlegen des Gurtes. Wenn man irgendwo schnell hin will im Ort, keine Ahnung, kann man da ausschalten. Bekommt aber trotzdem im Kombi-Instrument immer noch die Lampe angezeigt. Hier, du bist nicht angeschnallt, aber dieses nervige Piepsen ist halt. Das kann ich hier kurz vorher an ausmachen, Sitzgurt, Erinnerung aus, dann stelle ich das um und dann schiebe ich das einfach rüber aufs Auto und fertig. Das Tablet. Die Daten. Da gibt es halt verschiedenste Sachen. Ne? Ich könnte jetzt hier alle aufmachen, aber bringt ja jetzt nichts. Das Prinzip ist klar. Ja, jo. Dann gibt es noch den Service Reset. Den kann man auch übers Kombi-Instrument machen, aber könnt jetzt hier erstmal Service-Daten auslesen. Und jetzt sehe ich gleich hier, wie viel was wo noch ist. Da ich kein iDrive habe, sehe ich es nicht im iDrive, sondern nur im Kombi. Zum Beispiel Bremse vorne, 1200 Kilometer. Da muss man was gemacht haben. Und ich sehe gleich noch den Servicezähler. Wie oft wurde das schon resettet? Wann wurde es resettet? Das wäre zu meiner Schrauberjugend Gold wert gewesen, gell? So eine App, Alter. Ja. Was man sich da an Wolf gefahren hat, zu irgendwelchen Werkstätten, hier kannst du mir das mal schnell auslesen oder dies oder jenes. Und jetzt kannst du halt wirklich das Wichtigste, sag ich mal so, einfach hier halt mit dem Handy machen, gell? Und wirklich für den Preis hast du eigentlich fast einen kompletten Test, dann kannst du wirklich viel selber mal viel gucken. Was ist mit meinem Auto, warum macht es vielleicht jetzt gerade noch Probleme, kann mir das auslesen. Und wenn man halt tiefer rein will, also um so Sachen zu machen wie Dieselpartikelfilter, Regeneration und so Sachen, die dann schon tiefer reingehen, muss man schon ein bisschen Ahnung haben. Also ist mit Vorsicht zu genießen auch, ne? Aber gewisse einfache Sachen kann man natürlich, kann eigentlich jeder machen. Und hier hat man halt noch die Möglichkeit, gewisse Parameter vom Motor auszulesen, die eventuell wichtig sind, auch wenn zum Beispiel das, der ein Software-Update gekriegt hat, der Motor, heißt mehr Leistung, kann ich mir jetzt gewisse Parameter anschauen, die eventuell problematisch werden könnten. Oder zum Beispiel die Ladelufttemperatur. Ich kaufe mir einen neuen Ladeluftkühler und dann könnte ich jetzt hier vorher nachher gucken, was hat er überhaupt gebracht. Ja. Nicht, dass ich mir das Ding dran baue und habe hinterher eine schlechtere Ladelufttemperatur, dann ist das Ding einfach nur aus China und Schrott. Das ist ja egal. Hauptsache ich kann meinen Kollegen sagen, ich habe einen größeren Ladeluftkühler verbaut. Ja. Wie gesagt. Ja, fahren wir mal ein paar Parameter rein in das Kästchen, oder? Ja, und dann können wir mal was auswerten und eventuell was zeigen. Und los. So, wir haben jetzt hier die ganzen Parameter mal drin, also das ist die Maximalanzahl, die man vorher in dieser Diagnosestufe oder wie nennt sich das Programm? Parameter. In dem Parameter anklicken kann, wie viele Parameter ich hier gleichzeitig abrufen kann oder sehen kann gleichzeitig. Also haben wir hier einmal aktuelles Motordrehmoment, Umgebungstemperatur, Motordrehzahl, Fahrzeuggeschwindigkeit,
Abgastemperatur vor dem Partikelfilter, Ladedruck, Wert vor Korrektur. Was ist Wert vor Korrektur? Ja, da gibt es verschiedene Werte. Das ist jetzt nur einer, den ich rausgesucht habe. Also da muss man sich dann schon den richtigen raussuchen. Ne? Ja. Das ist jetzt wahrscheinlich mit Umgebungsdruck obendrauf. Das heißt, ich muss dann noch den Umgebungsdruck, den ich mir jetzt hätte auch noch aufzeichnen können, abziehen. Das ist halt ein Bar mit 1000 Millibar. Umgebungsdruck ist halt je nachdem, auf welcher Höhe ich bin vom Meeresspiegel aus, je nachdem ändert sich halt der Wert, den ich abziehen muss. Das nimmt aber das Steuergerät auf und rechnet das halt um, um halt immer den richtigen Ladedruck zu haben im Motor. Ja. Was wollte ich denn sagen? Wollen wir mal jetzt Aufzeichnung starten oder? Oder willst du? Ein Stück bergauf und dann machen wir mal eine Beschleunigung und haben wir ein paar Werte. Ja. Wir fahren jetzt bergauf und ich fahre in einem hohen Gang und beschleunigen einfach mal von einer niedrigen Drehzahl durch. Passiert jetzt was hier drüben? Ja, die Werte verändern sich. Sorry. Die Abtastrate ist halt, um wirklich eine richtig genaue Messung zu machen, relativ gering. Oder hoch, mehr oder weniger, wie man es hier rum in Zeit betrachtet. Also es geht relativ langsam. Das heißt, man muss, um viele Werte zu bekommen, in einem hohen Gang fahren, am besten bergauf, um halt möglichst viele Werte zu kriegen. Ne? Soll ich mal... Jetzt habt ihr natürlich hier die aktuellen Parameter gerade angezeigt und wenn ihr die jetzt aufzeichnen wollt, müsst ihr natürlich erst Aufzeichnung starten. Genau, drücken, wenn du jetzt um das nachher... Starten drückst. Jetzt auslesen, bitte drücken, um neue Motorlock anzulegen. Genau, jetzt ist die Aufzeichnung gestartet. Wenn ich jetzt einfach mal durchdreht. Jetzt nimmt er halt Daten auf. Gemacht. Ne? Ja. Also ich habe komplett von niedriger Drehzahl an durchbeschleunigt. Was war das jetzt? Vierter Gang und Gaspedalstellung 100%. Ne? Ja. Um dann halt mal zu sehen, wie ist meine Drehmomentkurve. Die habe ich jetzt mit Motordrehzahl sowieso brauche ich, um das alles auszuwerten. Dann Umgebungstemperatur, wie ändert sich meine Abgastemperatur in dem Drehzahlbereich dann? Wie hoch geht sie? Oder wie hoch geht mein Ladedruck in dem Drehzahl, sehe ich dann, ob irgendein Einbruch ist oder geht er gerade durch, fällt er nach hinten oder meine, was habe ich noch? Kann ich wahrscheinlich auch mit der Sollwertkurve dann vergleichen. Die Abgastemperatur ist, entweder habe ich den falschen Fühler angewählt, weil die ist immer hier bei minus 40, oder der Temperaturfühler ist kaputt, aber das hätte ich einen Fehler am Steuergerät, da habe ich wahrscheinlich den falschen Fühler ausgewählt. Was? Wir sehen uns gleich vor dem Computer wieder, um das hier auszuwerten. Ach so. Fräulein. Alles klar. So! So, du bist dran. Wieso rennst du wieder weg? Mach dir gerade Kennzeichen fest am Körper. Das hält doch bei den Temperaturen nicht. Doch, wenn ich die Heizung nicht. Wenn es halten würde, hätte ich es nicht in der Hand, oder? Den Kräfter, den Kräfter legst du auf die Heizung. Den Kräfter lege ich auf die Heizung. Das kriegt jetzt so viel Energie, das Kennzeichen von der Heizung, dass das die Stoßstange mit erwärmt. Sick, oder? Ja, soll ich das jetzt machen? Nee, ne? Du kannst es ja. Ich kann es ja nicht. Ich bin ja der Dummbatz. Hast du hier auf den Tisch gerotzt, hast du gesehen? Oder? Wie sein Tisch. So, Papa, zeig mal her, das Zeugnis. So, hier, ich habe jetzt die Daten per E-Mail geschickt. An dich selber. Hier rüber. An diesen E-Mail-Eingang von der Holy Hole. Wie hast du das überhaupt gemacht? Über die App. Ach, da bist du in dieser Datengarage gewesen, oder? Genau, da geht es hier auf Einstellungen. Gibt es hier Einstellungen. Ja. Dann kann ich hier auf Datei schicken. Ja. Dann nehme ich hier meine Motorparameter-Log. Das ist immer der letzte, der gemacht wurde. Der beschreibt sie halt immer. Ne? Genau. Also ich kann einen machen und dann muss ich ihn wegschicken und dann kann ich den nächsten machen und kann wieder wegschicken. Ansonsten beschreibe ich den vorherigen. Genau. Und dann gehe ich hier auf Fertig und dann öffnet er automatisch eine E-Mail.
an. Da muss ich dann halt hinschreiben, wo die, und dann sind da die Daten drin. Sehr gut. Wir sind jetzt hier angekommen, ne? Wir sind jetzt hier. Wie schnell das geht, oder? Das ist ja Wahnsinn. Direkt. So machst du immer. Da, Wahnsinn. Ja. Das kommt dann als Textdatei. Das sieht dann so aus. Und jetzt müsst ihr einen Programmierer anrufen, der euch das entschlüsselt. Ja, das ist alles nicht wild. Das kann man sich einfach umwandeln. Man muss schon bei Excel Kenntnisse haben, um das zu machen. Aber ist jetzt hier hast du, ne? Kein Excel-Kurs, denke ich mal. Ne? Nee, aber du hast das ja schon mal umgeäxelt. Genau. Excel, oder? Axel. Axel. Hä? Hast du geäxelt? Ja. Und dabei ist dann das rausgekommen. So. Jetzt einmal das. Was ist das? Siehst du gleich. Ja, kannst du. Habt ihr eine Meise oder was? Hab ich jetzt mir vorhin vorgeführt. Wer bestellt sich so einen Scheiß? Da gibt's noch einen Stahler da drin. Hä? Wer bestellt sich so einen Scheiß? Warte. Wenn wir das draußen machen, fliegt das dann eben so. Das fliegt dann wieder runter und du kannst den Finger mal drunter halten, dann fliegt es wieder hoch. Aber das fliegt jetzt nicht so am Boden. Doch, stimmt. Ja? Das ist geil, warum ich locker gegangen ist. Da fällt es jetzt runter, ne? Ja, das war auch das Gerät jetzt. Das ist jetzt defekt. Das ist ja gut für zum Spinnweb. Oder oben hin. Jetzt weiß ich, für was das gut ist. Zum Spinnweb weg, Mann. Alter. Oh! Es wird der nächste glückliche Kunde. Kamelle. Kamelle. Ich glaube, das war's. Ist ja nicht sauber. Nee. Komm mal. Hä? Sollen sie mal kommen, die Ehrlich Brothers, was ich nicht alles kann, oder? Du wirst ja alle Rechnungen hier, glaube ich. Ehrlich, ich will auch sowas haben. Was kostet denn das Ding? Keine Ahnung. Du bist wirklich ein bisschen eingestaubt. Ja. Ja, jetzt sind wir hier beim, ne? Diagramm, würde ich sagen. Ich habe das mal gemacht damals, wo ich das Auto neu gehabt habe und habe mir einfach mal ausgelesen, was das Drehmoment ist bei einer gewissen Drehzahl, und daraus kann man dann die Leistung errechnen. Das wäre dann hier die orange Kurve, und die blaue Kurve ist das Drehmoment. Also das Drehmoment weiß das Auto immer, zu welcher Drehzahl, das wird errechnet aus dem Motormanagement, wann welches Drehmoment bei welcher Drehzahl anliegt, je nach Gaspedalstellung, Ladedruck, Zündung und. Weiß halt das Motorsteuergerät immer, wann welches Drehmoment da ist. Und dadurch kann ich mir halt meine Leistung ganz einfach errechnen mit der Drehzahl, weil die Leistung immer aus Drehmoment und Drehzahl errechnet wird. Genau, also das heißt, das Auto hat, ich weiß nicht mehr, wie viel es genau waren, ich glaube 173 PS von 177 gehabt, und das Drehmoment hat ziemlich gepasst, 350 Newtonmeter. Und die Leistungskurve passt auch ziemlich mit der, die das Auto original haben sollte, überein. Dann habe ich mir hier zum Beispiel nochmal den Ladedruck-Sollwert und den Ladedruck-Istwert ausgelesen. Das ist hier die blaue und die orange Kurve. Das heißt, hier habe ich so einen kleinen Haken drin gehabt mit dem Ladedruck. Der hat irgendwas geregelt, keine Ahnung. Und das hier ist die Ladelufttemperatur beim Durchbeschleunigen. Und die geht hier schon auf 60 Grad hoch. Ich weiß gar nicht, in was das war, im vierten Gang oder so, kann man sich auch mit auslesen lassen. Also habe ich denn da jetzt noch irgendwo Sollwerte? Ja, hier ist ja der Sollwert vom Ladedruck. Den habe ich mit auslesen lassen, und den ist Druck. Ja. Und dann kann ich mir hier halt zwei Kurven da draus machen. Also das ist jetzt nur vom Ladedruck? Genau, also das ist jetzt nur Ladedruck, und hier unten die graue ist halt Lufttemperatur im Ladeluftkühler. Also nach dem Ladeluftkühler, ne? Also Ansaugrohr. Warum ist der da jetzt abgekickt, geknickt? Hier ist. Ja. Das ist ein Regelverhalten vom Ladedruck. Steller. Der geht hier hoch, der Ladedruck, und der merkt hier, oh, hier bin ich ein bisschen zu hoch. Übers Ziel hinaus geschossen. Übers Ziel hinaus, jetzt manchmal ein bisschen weniger. Ne? Sonst habe ich ja auf einmal zu viel Drehmoment, das wollen wir ja nicht. Dann mache ich hier ein bisschen weniger Ladedruck, und das ist halt so ein Regelverhalten. Also er versucht,
im Sollwert zu bleiben und regelt halt krasser, genau, wie der Sollwert ist. Genau. Ja, das kriegst du nie so fein hin. Das ist ja auch hier das Problem, dass ich nicht so viele Messwerte habe. Ne? Ja. Wenn das jetzt die Abtastrate höher wäre, dann hätte ich hier viel mehr Messwerte. Das heißt, Abtastrate heißt halt so viel, wie dass ich alle, genau, alle Millisekunde was lese oder alle Sekunde, genau, weißt du? Genau. Und deswegen ist das halt relativ ungenau. Man sieht ungefähr, wo die Richtung hingeht. Was kann ich oder wie geht es mit dem Motor? Was ist irgendwo wie hier die Ladelufttemperatur? Das sehe ich wunderbar, was passiert, dass die hier ins Unermessliche geht. Ja. Irgendwann. Ja. Da können Sie jetzt natürlich noch die Außentemperatur, das habe ich jetzt alles nicht mit aufgezeichnet, aber kann man ja dann machen, wenn man weiß, was man auslesen will. Das ist keine Riesenarbeit. Und dann hat man für daheim was, um sein eigenes Auto irgendwas auszulesen. Vollkommen ausreichendes Tool, meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall eine mega coole Sache, dieses Curly Auslesegerät. Ja, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Also in meiner Jugend, wo ich so 18, 19 war, wo ich so Sachen ständig hätte gebrauchen können, gab es das leider noch nicht. Deswegen finde ich das noch umso cooler und ist relativ kostengünstig dafür, was das Teil alles kann. Also kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Der Fabian kann euch ja noch mal einen kleinen Link unten reinschmeißen von der Curly-Seite, gell? Falls ihr sowas mal testen wollt oder kaufen wollt. Ja, und dann war es das eigentlich schon wieder für heute, würde ich sagen. Musst du mal Kali kommen, ne? Ich kümmere mich jetzt erstmal hier um unser neues Spielzeug, würde ich sagen. So. Hier, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ja, und tschüss.